Mein Vater war schon auch gewalttätig, so mit einem Gürtel verprügelt oder sowas. Ach scheiße, da muss ich heulen, wenn ich das sage. Aber nicht im Sinne von, okay, es gibt Schlimmeres. Es wäre auch nicht fair, jetzt so einen auf, ja, hier, schwere Kindheit oder so. Ja, okay, wurden verprügelt und so, aber komm, mir geht's wundervoll. Also alles tipptopp. Ich bin Dr. Moritz in der Clan de Grancy, ausgebildeter und praktizierender Psychoanalytiker. Ich treffe heute Jeremy Fragrance, einen Parfum-Influencer, vor allem bekannt durch seine Energie und Extrovertiertheit. What's up, guys? Es ist kein Unkraut da, es ist kein Unkraut da, es ist kein Unkraut da. Ist das geilste Ende? The smell of cucumber, la 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 la. Sexy, baby! It smells like blood orange mixed with a lot of raw Zucker. I love you guys. Peace! Okay, wir starten. Ich bin jetzt doch neugierig, den Menschen hinter der professionellen Fassade kennenzulernen. Ich mache am liebsten immer im Stehen die Interviews, weil Energy Level ist höher. Geht das oder geht das nicht? Heute müssen wir sitzen. Ja? Okay, dann machen wir das. Ich habe schon ein bisschen was natürlich gehört von Ihnen. Wollen Sie einfach ein bisschen erzählen, was Sie antreibt, wo Sie herkommen? Ja, gerne. Sie haben übrigens eine super Kinnpartie, also tolle Kinnpartie. Mhm. Gute Ernährung. Der Herr kaut sehr viel, vermute ich. Hat gute Wangenknochen. Also ich bin geboren in Oldenburg. Mhm. Moritz. Also in Niedersachsen. Ja, Norddeutscher, moin, wie Dieter Bohlen. Mhm. Meine beiden Eltern sind aus Polen. Ganze Familie aus Polen. Mhm. Ich bin der Einzige, der in Deutschland geboren ist. Tatsächlich. Als Daniel Schrejinski. Dann hat meine Mutter, die auch dort sitzt, den Herrn Schütz geheiratet. Habe ich mich als Daniel Schütz genommen. Mhm. Habe ich irgendwann Jeremy Fragrance genannt. Jetzt bin ich Jeremy Fragrance. Und tingle überall rum und bin der meistgeklickte, die relevanteste Institution, was Parfüms auf der Welt angeht. Das ist von einer New Yorker Agentur herausgefunden worden, im Sinne von, falls Sie bei Google oder bei YouTube parfümrelevante Dinge eingeben, Fragrance, Perfume, sexy Clones, bin ich in den meisten Fällen an erster Stelle als Treffer. Mhm. Nicht die Louis Vuitton-Gruppe, nicht Dior. Mhm. Sogar wenn Sie Dior Sauvage eingeben, bin ich über Dior Sauvage, weil die zum Beispiel 20 Millionen Klicks haben, aber ich nur 800.000. Aber meine sind alles echte Klicks, nicht gekaufte Klicks. Das heißt, wann immer es ums Thema Parfüm angeht, bin ich number one. Ich habe keinen Chef, ich habe keine Anteilseigner, habe 5 Firmen, verdiene so viel Geld, dass ich das eh nicht mehr ausgebe. Ich habe mir symbolisch so fleischliche Gelüste erfüllt, im Sinne von eine goldene Rolex geholt, einen roten Ferrari geholt und dann reicht's auch. Ich hole mich noch eine zweite und nicht eine dritte Rolex, auch keinen dritten und vierten, fünften Ferrari. Manche kriegen ja den Hals nicht voll und ich trinke auch keinen Alkohol, ne, sowas von. Es geht also um Gerüche in dem, was Sie tun. Genau. Welche Rolle spielten denn Gerüche in Ihrem Leben früher? Überhaupt gar keine. Wie sind Sie dann dazu gekommen? Also da sage ich auch Leuten, ich bin nicht im Lavendelfeld geboren, Moritz, und auch nicht so eine tolle Story von Gras oder so. Ich habe das aus Spaß in einem Abercrombie & Fitch Store auf Hawaii kennengelernt. Mein Bruder, der ist im Auslandssemester als Wirtschaftsingenieur nach Hawaii gezogen. Und dann war ich in meinem ersten Mal in Amerika in einem Abercrombie & Fitch Store. Damals gab es die noch nicht. Wie alt waren Sie? Da war ich 19. Mhm. Jetzt bin ich 33. Also da waren Sie gerade aus der Schule raus? Oder? Da habe ich schon studiert. Mhm. Da habe ich auch Wirtschaftsingenieur studiert. Also das Abitur in Oldenburg? Abitur, ja, Fachabitur, Wirtschaft und dann konnte ich Wirtschaftsingenieur studieren und so irgendwas. Ich habe es dann aber auch abgebrochen. Mhm. Naja, aber wie kam es zu den Düften? Ich war in einem Abercrombie Store, kam dann nach Deutschland zurück, habe dann Düfte gegoogelt, so nach dem Motto, ich weiß, wie ich mir die Haare style, ich weiß, wie ich mich anziehe, aber diese ganze Duftschiene und damals war dieser Werbespot von 1 Million so trendy, so dun 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 dun. Dieser geile 1 Million, dieser Goldbarren. Und da habe ich mich mit Düften beschäftigt und dann gab es tatsächlich Menschen auf YouTube, was ja so außergewöhnlich ist, über einen
über den Geruchssinn zu sprechen, visuell. Und das haben die Amis schon gemacht. Ich fand das so cool. Aber ultimativ war es auf Hawaii ein Abercrombie & Fitch Store. Die riechen ja immer so gut. Und dann habe ich aus Spaß selber Düfte im Internet beschrieben, aber viel emotionaler als die anderen. Die anderen erzählen ihnen dann sowas wie von, der Duft riecht nach Zedernholz, Bergamott und Lavendel. Schön für dich, interessiert mich nicht, Alter. Das interessiert nicht mal ein Parfümeur, wenn sie so sprechen. Ich habe das dann anders erklärt. Ich habe dann gesagt, das ist der sexy Lederjackengeruch, wenn du abends ausgehst oder so, wie auch immer. So, dann also sie haben das Feld ganz neu bespielt. Emotional, ja. Und kürzer getaktet. Kürzer getaktet? Was heißt das? Im Sinne von, falls Sie es nicht bemerkt haben, ganze Social Media ist seit ungefähr einem Jahr TikTokifiziert. TikTok ist ja explodiert. TikTok sind 30-Sekunden-Videos, schnelle Cuts. Die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen liegt bei ungefähr 2,8 Sekunden. Und wenn ich mir ein Gericht über gesunde Fitnessnahrung anschaue, dann muss ich auch gestehen, Moritz, ich freue mich, wenn das innerhalb von 30 Sekunden mir erklärt wird, in kurzen Schnitten. Das krasse Eiweißgericht. Sie nehmen es. So. Dann zwei Eier. So, das sind natürlich so kurze Schnitte anstelle in 7 Minuten 30 YouTube-Video, wo der sagt, hi, ich bin der Moritz und heute zeige ich euch mein Lieblingsfitnessgericht. Die Zeit ist wichtig. Und es geht um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und ja, die Aufmerksamkeit des Users zu behalten. Und weil wir so viel Angebot haben. Aber welche Rolle spielt denn Aufmerksamkeit für Sie persönlich? Ja, ist wichtig. Eine der Grundbedürfnisse, ich vermute, Sie wissen das, von uns Menschen, ist Signifikanz zu erleben. Ob Sie das durch einen Star-Wars-Film erleben, dass Sie sich einfach nur angucken, wie Luke Skywalker Star-Wars-Jedi-Ritter wird. Ob Sie sich das neueste iPhone kaufen und sich in eine Schlange stellen. Aber ich bin signifikant. Oder also Signifikanz bedeutet Bedeutung. Ja, oder ich mache aus mir die Nummer 1 Parfüm-Ikone. Morgens wache ich auf, ich sage, I'm the number one, I'm the champion, I'm the best. Ich bin der Krasseste, keiner ist krasser als ich. Ich bin der, der 1000 Liegestütze in einer Stunde auf der Fifth Avenue gemacht hat. Ich bin der, der mit der Spezialeinheit von Pakistan trainiert hat. Sie haben es allen bewiesen, dass Sie top sind. Ja, aber letztendlich geht es ja um mich, wie ich mich fühle. Wenn Sie mal überlegen, die Queen ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben. So, und jetzt? Denken Sie daran? Die war die 70 Jahre lang die Queen von England. Und die ist ja schon relevant und signifikant. Oder ein anderer Vergleich. Können Sie auch gerne übernehmen, diese Sachen, die ich Ihnen sage. Wenn jetzt 800 Millionen Menschen in China sterben, aber Sie haben extreme Zahnschmerzen, dann wissen Sie, was Ihnen wichtiger ist. Und wir reden einfach mal so von 800 Millionen Menschen. Einfach, dass man so versteht. Lassen Sie uns doch mal das Thema aufgreifen, was Sie gerade angeschnitten haben, das mit den Gefühlen. Also welche Rolle spielen denn Gefühle so für Sie? Oder von welchen Gefühlen reden Sie eigentlich? Gefühle? Ja. Gefühle? Was sind denn Gefühle? Gefühle ist doch... Das müssen Sie mir erklären. Was meinen Sie denn mit Gefühlen? Ja, Sie erwähnten gerade, wie Sie sich fühlen. Und ich fragte mich, was Sie damit gerade meinten. Ja, was ich damit meine ist, wenn ich mit mir selber zufrieden bin, ultimativ, nach dem Motto, wenn ich morgen sterben würde, ist das in Ordnung? Oder habe ich irgendwo noch etwas, scheiße, das muss ich noch machen. So nach dem Motto, meinem Vater muss ich noch das sagen. Ein Kumpel von mir ist ein sehr wohlhabender Mensch. Ja. Ferrari, mehrere Rolex, aber der muss immer noch seinem Vater was sagen. Mein Vater lebt nicht mehr. Ich hatte super geile Zeit und alles tipptopp erledigt. Und was ich damit meine mit Gefühle, wenn sie alleine sind mit sich, deswegen lenken sich die Menschen ja auch gerne ab. Immer so blub, 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 weil wenn sie ganz allein sind mit den Gedanken an sich, dann überlegt man wirklich, wer man ist und was man tut. Und wenn man dann mit sich zufrieden ist, dann ist das das Beste. Dann kann ich in Afrika leben, dann kann ich hier leben, dann kann ich da leben. Und das ist ja sehr subjektiv, ultimativ. Sie erwähnten Ihren Vater und Ihre Mutter. Können wir ein bisschen über Ihre Familie sprechen? Sie Klar. haben auch einen Bruder. Und wenn Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wie Sie aufgewachsen gerne, sind. Gerne, gerne. Subjektiv und objektiv, was ich gerade sagte, aber nur, dass wir das einmal festgehalten haben. Wir gehen jetzt zu meiner Mutter und meinem Vater rüber. In Polen ist natürlich katholisch sehr relevant. Seit ich denken kann, bete ich. Und das ist auch ultimativ, steht das über allem. Ich habe gestern noch mit meiner Mutter darüber gesprochen im Taxi. Ich habe eine Anfrage über einen extremen Bungee-Jump für eine ProSieben-Show
wo ich festgebunden werde und dann mit einem Helikopter weggeflogen werde. Mhm. Und dann hergezogen, hintergezogen. Dann sage ich, Mutti, der Heilige Geist wird mir sagen, was ich machen muss. Da hast du nichts mehr mit zu tun, habe ich nichts mehr mit zu tun. Und also das steht über allem. Also das ist eindeutig, das steht über allem. Meine Mutter, wundervolle Frau, hat sich dann scheiden lassen von meinem Vater, weil die auch ganz, ganz anders, weil sie zum ersten Mal jetzt neben mir sitzt, dass ich so darüber rede. Gut, alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen, Vater, mein Vater war schon auch gewalttätig, aber nicht im Sinne von, okay, es gibt Schlimmeres. Also welche Form von Gewalt meinst du? Ach, wissen Sie, so mit dem Gürtel verprügelt oder sowas. Wie alt waren Sie denn? Moment, ich möchte auch, dass die Leute mich als ikonische Person und so verstehen. Ja. Wir alle hatten Dinge, die krass waren als Kind. Ob das ein Arnold Schwarzenegger war oder der war oder sie waren. Wir alle hatten krasses Zeug. Aber es gibt Menschen, die hatten es weitaus krasser. Und man kann sich nur auf so viele Dinge fokussieren im Sinne von, was denke ich überhaupt an Jeremy Fragrance? Und bei Jeremy Fragrance möchte ich, dass die Leute an der krasse Number One Parfümtyp sein. Das ist relevant, das ist interessant. Um sie auch zufriedenzustellen, das war so 3, 4, 5, 6, 7, ich glaube mit 10 sind wir dann abgehauen. Und dann hat sie auch den neuen Mann und dann, ja, alles easy. Also wirklich, da haben es Kinder viel schwerer gehabt. Das wäre auch nicht fair, jetzt so einen auf, ja, hier schwere Kindheit oder so. Ja, okay, wurden verprügelt und so, aber komm, mir geht's wundervoll. Also alles tipptopp. Und Ihr Bruder, ist er jünger oder älter? Mein Bruder ist 4 Jahre älter. Der hat auch schon 2 Kinder und lebt in Florida. Der hat die Familie gegenüber der Karriere gewählt. Ich habe die Karriere vor der Familie gewählt. Und jetzt suche ich aktiv nach einem Girl und möchte auch die Familie nachziehen. Und dann in Amerika aufbauen. Mhm. Das heißt, mein Ding ist, Moritz, die USA, dieses Big Thinking. Number One, groß und weiß. Denn wenn wir überlegen, wofür steht in Deutschland, wissen die Leute gar nicht. Wofür steht in Indien, wissen die Leute gar nicht. Wofür steht Amerika? Von unten nach oben. Alle sind gleich. Okay, dafür steht Amerika. Ob es die Realität ist, ist eine andere. Aber ich liebe die Idee und die möchte ich dir auch leben. Und die lebe ich auch schon die ganze Zeit. Deswegen, für mich, die nächsten Dinge sind ab in die USA. Mein Bruder ist da, meine Mutter ist sowieso da. Die fliegt jetzt wieder in Kürze hin. Und dann würden die da pendeln zwischen meinem Bruder und mir. Ich werde Kinder haben und all sowas. Das nun geachtet, gibt es ja diese Familiengeschichte. Und Sie hatten darauf schon Bezug genommen. Also die Herkunft aus Polen und das Rüberwechseln nach Deutschland. Genau. Wie kam es denn dazu? Von Polen nach Deutschland zu kommen? Naja, ich vermute, dass meine Eltern in Polen, in Deutschland eine weitaus bessere Zukunft sahen als in Polen. Meine Mutter, die hat auch eine Zwillingsschwester, die in Polen geblieben ist. Meine Mutter hat auch eine andere Schwester, die ganz in ihrem Urdorf geblieben ist. Und keine hat so ein krasses, cooles Leben wie meine Mutter, weil sie am meisten Eier hatte und am meisten riskiert hat. Und mein Vater hatte bereits seinen Bruder, der in Deutschland gearbeitet hat. So, und so haben wir das dann irgendwie, da sind wir da reingekommen. Ja, und ich bin dann schon als in Deutschland geboren und verdanke Deutschland auch sehr viel, liebe aber auch Polen total. Also ich liebe sowieso die ganze Welt. Man kann sich auch nur auf so viele Dinge fokussieren. Ich fokussiere mich einfach auf alles, was cool ist. Ich finde, sie sind total stylisch gekleidet. Ich vermute, in Oldenburg werde ich keinen Menschen treffen, der so angezogen ist wie sie. Ich finde das toll, dass ich bei dieser Agentur bin. Das ist so, wie wenn sie sich auf alles fokussieren, was grün ist in diesem Raum. Und so fokussiere ich mich einfach nur. Sie wissen, wie so Denkweisen funktionieren. Ich fokussiere mich grundsätzlich auf alles, was cool ist und geil ist. Deshalb einfach so als Randbemerkung. Und haben Sie da vielleicht dann doch manchmal das Gefühl, dass etwas bei diesem Fokus... Was bedeutete das jetzt? Ich mag das hin und wieder... Ach so, das ist auch interessant. Ich mag das hin und wieder, den persönlichen Kontakt mit Menschen zu machen. Da gab es einen Test mit einem Arzt. Der hatte 100 Menschen einfach empfangen mit versteckter Kamera und hat bei 100 die in Hand gegeben und bei 100 nicht. Und interessanterweise, da können Sie mir sagen, was Sie davon halten, bei denen, wo er die Hand gegeben hat,
Weil ich habe selbst gerade bei mir wieder bemerkt, in circa der Hälfte der Menschen haben die sich dann so gekratzt oder so oder so. So nach dem Motto, kann ich den riechen? Ah, so haben sie also das interpretiert. Ja, das ist also noch ganz von früher, so wo sich Bakterien zusammenfügen wollten. Ah. Mag man die miteinander? Mag ich das Immunsystem von der anderen Person? Man möchte ja auch das High Five dem Basketball-Superstar geben und nicht dem Obdachlosen. Gibt es eigentlich irgendwas, was Sie auch verunsichert in Ihrer Weltwahrnehmung? Sie machen ja insgesamt den Eindruck eines Menschen, der sehr genau weiß, wo er hin will, der ein klares Konzept hat, eine Sicht auf die Welt hat. Also wann immer mich jemand etwas in diese Richtung fragt, dann sage ich einfach, number one, geil, ich fühle mich geil, Punkt. So, aber ich möchte gerne überlegen, wie ich diese Frage trotzdem irgendwie nett beantworten kann. Also, das Nette ist ja, ich habe keinen Chef, ich brauche keinen Fernsehsender, ich bin mein eigener Fernsehsender, ich habe genug Passiveinnahmen bis zum Ende meines Lebens, meine Mutter muss nie wieder arbeiten, finanziell abgesichert, ich kann sagen, Fotzenlecker, Arschloch, Hurensohn, ich hab keinen Menschen, der mir das verbietet. Also Sie haben auch niemanden, der Ihnen Grenzen setzt? Nö, außer natürlich, die, wenn Sie überlegen, wer ist Ihre oberste Autorität? Mhm. So, wenn man sich das einfach mal fragt, wer ist Ihre oberste Autorität? Ist es Ihr Schuh hier? Ist dieser scheiß Schuh meine oberste Autorität? Nein. Ist es Angela Merkel? Ist es meine Mutti? Nein. So, die oberste Autorität ist Gott. So, und wenn Sie jetzt überlegen, wenn du Scheiße baust, und ich meine, ich habe von mir aus, es gibt Dinge, die man macht, ich gehe über eine rote Ampel, okay, scheißegal. Aber es gibt Dinge, da gibt es kein Zurück mehr. Mhm. So, und dann wissen Sie, haben Sie die oberste Autorität, in dem Fall Gott, enttäuscht, dann sind Sie im Arsch. Und was kann dann passieren? Naja, dann landen Sie in der Hölle und fertig. Also nach dem Tod? Und teilweise schon auf Erden. Mhm. Wie könnte das aussehen? Weil Sie wissen, dass es kein Zurück mehr gibt, vermute ich. Mhm. Das heißt, wenn man die rote Linie übertritt, und da kann dir deine Mutti nicht helfen, da kann dir Donald Trump nicht helfen und auch du selber nicht helfen. Weil sogar ein König hat über sich, sogar wenn du sagst, du bist der krasseste König, der geilste König, sogar über dir gibt es auch einen. Ist Ihnen sowas schon mal passiert? Nee, glücklicherweise nicht. Natürlich nicht. Sonst würde ich, das ist ja eine Cain und Abel Story. Cain und Abel, der Mensch, der eine ist ja sein, der eine lebt ja das Ideal, er wird von allen geliebt und ich glaube, der Cain, der hasst ihn, aber in Wirklichkeit hasst er es, weil der Typ sein eigenes Ideal liebt und bringt ihn dann um. Der Brudermord. Ja, genau. Und dann sagt er, ich kann damit nicht leben. Ich habe mein eigenes Ideal gekillt. Sie haben ja einen Bruder. Ja, ich habe meinen Bruder und ich liebe den auch. Nur, ich lebe mein eigenes Ideal und auch ich. Wenn ich zum Beispiel in der Ernährung von mir aus, ich habe sehr hohe Anforderungen an mich selber. Und wenn ich dann zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, Fischstäbchen esse, anstelle gedünsteten Fisch mit Kartoffeln, dann ist das für mich schon so eine Art, nicht ganz in die Richtung des Ideals gehend. Mhm. Und wann immer man in die Richtung des Ideals geht, fühlt man sich ja geil. Wenn sonst nichts abgeht bei mir, weil ich hab keinerlei Drogen oder sowas. Also wann immer man sich in die Richtung des Ideals bewegt, fühlt man sich toll. Und wann immer man, so nach dem Motto Fischstäbchen anstelle Ofen, Fisch mit gedünsteten Kartoffeln, so, in die andere Richtung geht, dann fühlt man sich ein bisschen doof. Und das kann natürlich in die so weit gehen, dass man sagt, so, jetzt ist aber echt das eigene Ideal weg. Also Sie achten sehr streng auf Regeln der Ernährung. Ja, natürlich, weil... So streng wie ein Vater, oder? Ach, viel strenger als mein Vater. Mein Vater, der hatte ja keine Ahnung, so wie die meisten Menschen vor 50 Jahren, was man überhaupt essen soll. Und heutzutage durch Social Media und so wissen sie ja vieles. Und ich finde das einfach so cool, dass ich gerade bei Weiß bin. Vielen Dank für das Interview mit Ihnen. Danke Ihnen. Weil man muss ja gucken, was tut man in sich rein. Ich höre eine bestimmte Art von Playlist. Also wirklich so. So Terminator-Soundtrack oder Bad Boys 2 oder und dann hin und wieder auch mal so ein Moll-Song, wie zum Beispiel Edward mit den Scherenhänden, der Soundtrack, Edward mit den Scherenhänden, läuft dann bei mir in 20% der Fällen, so Pareto-mäßig, 80-20,
weil da habe ich mich auch erkundet, wenn sie nur die ganze Zeit Feuer, 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 sie müssen auch hin und wieder so einen kurzen Break haben und dann geht es wieder los mit Feuer. Also was essen sie, was hören sie für Musik und natürlich auch, welche Menschen sind um sie herum. Ich achte da schon drauf, um natürlich mich selbst zu optimieren. Interessant, dass Sie das sagen, weil ich hatte auch schon den Gedanken von dem, was Sie ausgebreitet haben, dass Sie unter unglaublichem Druck stehen und ein hohes Tempo haben im Leben. Ja, und dass Sie sich sehr oft nach so einer Pause sehen, vielleicht, wo man eine Stopptaste drücken könnte und Sie dann jemand anders sein könnten. Ich sage Ihnen was, Moritz. Ich habe etwas Tolles festgestellt. Habe ich von Jordan Peterson gehört, ein Kollege von Ihnen. Der ist natürlich absolute Maschine, Jordan Peterson. Der hat gesagt, wenn ein Mensch sich freiwillig Dingen stellt, die, sagen wir mal, krass sind, von mir aus kaltes Duschen, ich dusche immer kalt, dann aktiviert das eine ganz andere Gehirnregion, nämlich so eine Art Challenge. So, ah, komm, let's go, komm, hau mir aufs Maul, komm, let's go, hau mir aufs Maul, let's go. So eine Art Challenge, so, ja, ja, ja. Anstelle gleiche Situation und man sieht das als Angriff und dann zuckt man zusammen wie ein Tier, das Immunsystem geht in den Arsch, man ältert und deswegen, was Sie jetzt sagen, Sie stellen sich diesen Dingen oder Sie können auch eine Pause machen, ich stelle mich diesem ganzen Ding freiwillig. Wissen Sie, was ich gestern gemacht habe und heute auch? Ich habe ungefähr 17 Stunden geschlafen. Und dann nach der kalten Dusche ein warmes Bad genommen, was mein einziger Termin ist, weil ich es kann. Also ich kann jederzeit auch pennen gehen, wenn ich will. Ich kann auch jederzeit einfach gar nichts machen. Und da ich aber mich freiwillig dazu entscheide, das zu machen, ist das, und Sie können mir das sagen, vermute ich, so easy für mich, weil ich es freiwillig tue und das als so eine Art Sport und Challenge sehe. Ich dachte gerade, als Sie das mit den Schlägen so andeuteten, natürlich an Ihren Vater und Sie erwähnten die Gewalt. In keinster Weise ist das, also das vermute ich, dass Sie das auch kein Bezug nicht dazu so sehen. Das ist doch nicht so, wenn ich jetzt sage, komm, hau mir small, das ist doch nicht so, wenn ich sage, mein Vater früher, komm, hau mir small. Aber auch, dass Sie sich schützten, Sie sagten so wie ein Tier, sich zu schützen. Es ist ja nicht unerheblich, dass es der Vater war. Aber also, was ist Ihre Frage? Eigentlich jemand, der Sie schützen sollte, also jemand, dem Sie vertrauten als Kind. Ihre erste Bezugsperson neben der Mutter. Ich liebe meinen Vater und ich habe den immer geliebt. Ist die Frage, was das doch vielleicht auch noch in Ihnen ausgelöst haben könnte, diese Ambivalenzerfahrung mit Ihrem Vater? Also bei mir ist alles tipptopp und mit meinem Vater ist auch alles super geil und der bis zu seinem Tod hat er mich geliebt und ich habe den geliebt, alles mega geil. Super. Was ich mit diesem, komm, hau mir aufs Maul, nach dem Motto, das ist wie ein Boxer. Ich habe das, genau dieses Zitat so, habe ich von Conor McGregor in einem Interview gehört. Das ist ja der bekannteste MMA-Sportler und so. Martial Arts und so. Und der hat sowas mal gesagt. Und das war im Boxring und so. Und so die Schiene. Nee, passt. Alles gut. Alles gut. Und teilweise ist es ja so, zwei Kinder, ähnliche Kindheit. Der eine wird so nach dem Motto, nie wieder wird das jemand so erleben, wie ich es erlebt habe. Und teilweise wie der Vater, so der Sohn. Also nach welcher Richtung kommen Sie? Ich vermute, also logischerweise nie wieder wird jemand sowas erleben, sowieso klar. Aber auch weder noch, das ist für mich komplett weg. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich wenig Prügel abbekommen habe, weil wortwörtlich hat sich mein Bruder vor mich gestellt oder meine Mutter vor mich gestellt, weil ich der Kleinste war. Und ja. Von daher aber ja. Wie erleben Sie die Stille? Gut. Ich überlege gerade, was ich Sie fragen würde. Ich möchte grundsätzlich gar nichts von Ihnen wissen. Aber ich würde Sie dennoch etwas fragen, was einen Benefit für dieses Interview geben würde. Okay, ich würde Sie jetzt gerne Folgendes fragen.
je nachdem, wann das ausgestrahlt wird. Und ich gebe Ihnen eine Antwort auf das, was ich Ihnen frage, Sie frage. Für das neue Jahr, was würden Sie Menschen sagen, sollen die sich vornehmen? Aber nicht so ein Statement, so, ja, was für das sitzt, wenn Sie denen das empfehlen, das zu tun oder so zu denken. Also Sie fragen nach einer Empfehlung eine für das Wegweisung Jahr, fürs neue Jahr. Wie gute Vorsätze, ist das das, was Sie interessiert? Was würden Sie Menschen empfehlen, was permanent ab jetzt im Gehirn der Menschen vertreten sein soll? Am besten jetzt, aber auch von mir aus fürs neue Jahr. Ich sage Ihnen erstmal das, damit Sie noch einen Moment haben, was ich sagen würde. Mhm. Ich würde sagen, ich empfehle den Menschen, tu das, was richtig ist, Komma, denn du weißt, Alter, was richtig ist. Punkt. Und wenn du teilweise noch nicht weißt, was richtig ist, dann ist das noch nicht so schlimm. Komma, aber denk dran, wenn du weißt, was richtig ist, dann musst du das tun, was richtig ist. Punkt. Was würden Sie sagen? Ich habe noch ein bisschen im Ohr das, was Sie gerade gesagt haben. Und ich fragte mich, inwiefern das vielleicht ein Satz ist, der für Sie ganz grundsätzlich von Bedeutung ist, zu wissen, was man weiß, tun soll. Wenn Sie die Augen offen haben und trotzdem Scheiße bauen, dann sind Sie im Arsch. Teilweise, wenn Sie nicht wissen, was falsch ist und dann reintappen, ist nicht so schlimm. Aber woher weiß man das denn? Wie haben Sie sich da orientiert bei diesen zentralen Fragen? Das ist so, wie wenn Sie hier ein Nacktfoto sehen von einem Mann. Und dann gefragt werden, ist das Kunst oder Pornografie? Sie wissen's. Das habe ich mal gehört. Hier so ein New York City Kunst-Nacktbild von mir aus. Ich vermute, man weiß das. Man weiß das. Wenn man wirklich mal überlegt, man weiß das. Ja, über eine rote Ampel gehen, scheißegal. Eine CD aus dem Heft zu nehmen, weil ich ein Computerspiel spielen will, wie ich das früher gemacht habe. Von mir aus habe ich auch schon gemacht. Aber es gibt so Dinge, da weiß man einfach, man weiß das einfach. Wir Menschen sind grundsätzlich gut und wir Menschen wissen auch grundsätzlich, was richtig ist. Grundsätzlich. Aber Sie kommen jetzt nicht da raus. So nach dem Motto, nur ich werde gefragt. Wenn Sie mich fragen, dann wäre es fair für den Zuschauer auch von Ihnen als Therapeut und als erfahrener Mann einen Tipp für die Menschen zu geben. Vermutlich ist es doch immer so, dass jeder das für sich selbst herausfinden muss. Das heißt, Ihr Statement fürs neue Jahr für die Menschen ist, finde heraus, was richtig ist für dich selbst. Wäre das einigermaßen eine Formulierung? Könnte sein, ja. Ich finde die gar nicht so schlecht. Mhm. Diesmal kratze ich mich nicht am Hals oder hier. Okay. Sie sprachen über dieses Bild der Pornografie und vielleicht bringt uns das noch auf ein neues Thema, das der Sexualität. Oder ist das ein Thema, was Sie eher meiden? Nö, ist voll in Ordnung. Ist relevant. Ja? Ja, klar. Nee, also ich bin da total interessiert, insbesondere, also ja, was kommt, das kommt dann. Ich hab keine bestimmte Präferenz an Frau, die ich jetzt scouten möchte. Mein Bauchgefühl sagt, es wird eine russische Frau bei mir, weil ich einfach den Spirit und die Energy von osteuropäischen Frauen mag und mit russischen Frauen tolle Erfahrungen habe. Aber auch hier, eine Frau reicht. Weil sonst kriegen sie den Hals nicht voll. Mhm. Das klingt so blöd. Also eine Uhr, ein Ferrari, eine Frau. Die fleischliche Lust, sie kriegen den Hals sonst nicht voll. Sonst, wenn sie so viel Kohle verdienen wie manche Menschen auf der Welt, der Körper kann das gar nicht aushalten, was sie dem reinballern können mit den finanziellen Mitteln. Deswegen, ob das Sex ist, ob das Alkohol ist oder irgendwas oder Essen, der Körper kann das ja gar nicht aushalten. Deswegen, Sie müssen sich künstlich zurückhalten. Also es geht immer um das richtige Maß, das Sie finden. Oh ja. Und ich bin auch so ein Typ, so ein Nein, Ja- und Nein-Typ. Das heißt,
so nach dem Motto, ja, ich trinke Alkohol. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe noch nie in meinem Leben gekokst oder so. Aber wenn ich mir überlege, also ich liebe zum Beispiel Datteln oder so, ich esse die nicht mehr, aber ich war auch schon der Sklave von Datteln. Und dann habe ich die ganze Woche darüber gedacht, wie schön es ist, die Datteln zu essen. Möchte ich nicht. Warum haben Sie damit aufgehört? Naja, weil ich möchte nur der Sklave von Gott sein und nicht der Sklave von Datteln und nicht der Sklave von 50 und der noch neuen Rolex. Ich weiß, dass das Bedürfnis von so einem Scheiß da ist, deswegen befriedige ich das auch symbolisch, aber ich möchte nicht der Sklave von dem fleischlichen Kram sein hier. Das ist so nach dem, deswegen muss man immer gucken, was triggert dich noch? Was kriegt dich noch? Manchmal gehst du durch den Supermarkt, dieses scheiß Ding. Und dann musst du einfach sagen, so nach dem Motto, der Koksüchtige jetzt, sagen wir mal, der Koksüchtige sagt sich, jeden zweiten Samstag um 18 Uhr darf er sich einen halben Gramm Koks reinschießen. Geht nicht. Der flippt ja aus. Musst du sagen, ja, nein, wenn du eine Schwäche für so einen Schrott hast. Und so bin ich eben. Also ich habe, wie nochmals, keine Drogen, kein Alkohol, nix. Und wenn ich dann aber der Sklave von Datteln war oder der Sklave von der besten Dürümbude in Berlin, so nach dem Motto, ich muss jetzt gucken, die beste Dürümbude in Berlin. Mhm. Jetzt bin ich, morgen fliege ich nach München. Bestes All-You-Can-Eat-Restaurant in München. Wenn ich merke, das nimmt Überhand von mir, muss man ja liquidieren. Das ist so, wie der Arnold Schwarzenegger früher schwache Schultermuskeln hatte. Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hat extra seine Schultermuskeln betont im Fitnessstudio mit so richtig Spaghetti-Tanktops. Und so mache ich das eben auch. Manchmal schieße ich mich auf. Also heißt das, aus seinen Schwächen eine Stärke machen? Ja, genau. Ja. Und dann müssen Sie einfach sagen, das triggert mich. Und dann ist es ist viel einfacher zu sagen, wenn man zum Beispiel eine Schwäche für Zigaretten hat, nein, ich rauche nichts mehr. Oder so nahm man ein bisschen noch was. So. Also was Sie da sagen, betrifft ja grundsätzlich das Verhältnis zum Genießen. Genau. Und das Genießen geht immer über den Körper. Sie nannten den Mund beim Essen, die Nase beim Koksen, die Sexualität ohnehin. Ist ja alles das Hören von Musik, ne? Alles über den Körper. Und immer dieses Dopamin. Ich fragte mich halt, was Sie grundsätzlich für ein Verhältnis zum Genießen haben. Sie scheinen es sehr zu kontrollieren, zu reglementieren, sich zu beherrschen, zu disziplinieren. Ja, ja. Die Sache ist ja, wenn Sie mit einer geilen Sache aufhören, von mir aus mit dem Datteln essen, dann müssen Sie es mit einer anderen geilen Sache ersetzen. Und muss man das? Nee, das habe ich gehört. Und mir ist das eben aufgefallen. Man hört es ja häufig, wenn ein Raucher aufhört zu rauchen, wird der fett, weil er dann nur am Essen ist und so. Und ich strukturiere meinen Tagesalltag so krass mit Dingen, die ich geil finde. So nach dem Motto, meine Videos über mich selbst, ich fühle mich geil und ich höre geile Musik. Und ich bin mittlerweile so sensibel, dass wenn ich meinen Tee abends trinke, aber meinen Flugmodus habe und einfach nur sitze und meinen Tee trinken darf in kompletter Ruhe, weil ich so, mein Setpoint ist so niedrig mittlerweile auf... Meine Mutter, ich sag's immer wieder, die hatte früher sich den ganzen Tag auf die Gute-Nacht-Geschichte gefreut. Heutzutage kriegst du sie auch nicht mehr mit einer Gute-Nacht-Geschichte heute Abend. Heutzutage ist meine Mutter auch hier, TikTok und überall. Aber wenn sie ihr Empfinden für diese Stimulation so sehr runterregulieren, ich gucke ja auch kein Instagram und kein YouTube, ich gucke keine Interviews von mir selber, das gucke ich mir auch nicht an. Wenn sie das so runterregulieren, dann sind sie auch mit wenig happy. Zum Beispiel mit einem heißen Wasser zu trinken oder wenn ich arschkalt dusche, freue ich mich auf die Wärme. Anstelle, wenn ich... Also warum leben Sie eigentlich so asketisch, wo Sie doch die Möglichkeit hätten, in Saus und Braus zu leben? Ja, weil ich festgestellt habe, dass das nicht nachhaltig ist. Das kriegen Sie nicht hin. Der wo Körper. Liegt die Gefahr, das Risiko? Naja, Sie sind nicht so... Ich habe es ja mal ausprobiert. Für mich, wo ich zum ersten Mal zum Wohlstand kam und mir einfach mal so eine Wohnung in Miami gekauft habe, so, ich fresse jetzt einfach alles, was ich geil finde. Nikki Beach, Ocean Drive, all die grenzenlos. Hier Fogo de Chao, das ist so ein Steakhouse, da kommen die mit 12 verschiedenen Schnitten von Steaks und so an ihren Tisch. All you can eat, habe ich 12 Teller gegessen. Und 12. Und dann habe ich den geilsten Burger gegessen, habe ich das gegessen. Und was passierte da? Und dann stellen sie fest, Moment, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, morgens früh aufzustehen.
kalt zu duschen, habe ich auch keinen Bock. Und Gesicht ist aufgequollen wegen dem ganzen Salz, was ich gefressen habe. Mhm. Ich vermute, dass das nicht so klug ist, so zu leben. Mhm. Und, aber gut, dass ich das so radikal durchgezogen habe. Ich bin so ein crazy Typ. Manche Leute, die machen sich so ein bisschen was, so ein bisschen so ein Milchreis-Pudding abends so. Mhm. Nee, ich esse 3 Kilo Milchreis. Und dann merke ich so, boah, alter Schwede, nee, keine Chance. Also Sie suchen die Extreme und dann stellen Sie fest, das funktioniert für Sie nicht und dann wechseln Sie ins andere Extrem und machen gar nichts mehr davon. Naja, so würde ich es auch nicht sagen, aber... Wie beim Bungee-Springen. Ja, ja, das ist eine Anfrage, aber da ging es ja um was anderes beim Bungee-Springen. Mhm. Nee, weil Sie gerade, wir müssen ja das Thema erstmal beenden hier. Sie haben ja gerade gesagt, warum machen Sie das dann nicht weiterhin in Raus und Braus, weil ich es ausprobiert habe. Und einer der Gründe, warum ich erfolgreich bin, ist wie ein Boxweltmeister, den ganzen Tag am Trainieren ist. Und wenn Boxweltmeister Weltmeister wird, wie ich jetzt vor ein paar Wochen Weltmeister wurde in meiner Disziplin, und dann nur Pressetermine habe, dann trainiere ich ja gar nicht mehr. Dann komme ich ja gar nicht mehr zu meinem Training tagsüber. Zusätzlich dazu, dass ich nicht mal mehr zum Training komme, lebe ich jetzt im Saus und Braus und fresse den ganzen Tag, was doppeltes Nein ist. Von daher verstehen Sie ja und der Zuschauer sowieso jetzt auch, was ich damit meine. Man muss also aufpassen, wenn man ganz oben ist, auch oben zu bleiben, weil die Verlockung ist da. Weil man war immer hungrig, wie ein brasilianischer Fußballspieler in dem Ghetto aufgewachsen. Und dann ist er oben und dann kann er sich alles kaufen, was er will und essen, was er will. Dann bist du aber fett, Alter. Also Ihre Geschichte ist eine Aufstiegsgeschichte. Ja, und Sie müssen sich aber, man muss sich künstlich restriktieren in der heutigen Zeit. In der Welt des Überflusses, weil sogar... Künstlich? Wo ist das künstlich? Künstlich im Sinne von, wir alle haben, alle, die dieses Video sehen, haben genug Geld, in Aldi zu gehen, in die Mindesthaltbarkeitsecke, -30%, halben Kilo Hackfleisch, 1,20 €. Das ist besser als ein König vor 100 Jahren, lebt man heutzutage. Mhm. Auch als Geringverdiener. Und die Menschen leben aber länger, wenn die bescheidener sind und auch naja, physisch so eher so schlanker sind. Und das meine ich mit dem künstlich Restriktieren. Und wir Menschen, die prominent sind, wir müssen das Geld ja nicht mehr ausgeben. Ich kriege ja eh alles umsonst. Wir müssen ja nicht mal mehr ausgeben. Ich habe die schwarze Kreditkarte, ich kann nur in jede Lounge, ich kriege alles Hotels, aber... Eigentlich deshalb, wie im Paradies, aber ja. Wo ist das Problem daran? Ja, weil es nicht geht. Der Körper hält es nicht aus. Ich war in Mailand, ich habe es einfach mal ausprobiert. So. Ich liebe Bressaola-Schinken. Wirklich so Standarddinge. Bressaola-Schinken ist hauchdünner Rinderschinken. Von mir aus 1% Fett, 35% Eiweiß, hochqualitatives Rinderschinken. 90 Gramm kosten irgendwas mit 5,90 €, Fratelli oder so. Richtig teure Marke. Ich war in Mailand im 5-Sterne-Hotel. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe 3 Tage lang, 2 Stunden lang einfach so Rucola mit Bressaola gegessen. Einfach so meditativ. Ich dachte, ich kriege die Schnauze nicht voll davon. Sogar von sowas. Ich esse ja nicht mal Fast Food. Also, und dann? Ja, ich habe gesagt, kannst du nicht machen. Ich habe so ein paar Dinge, die ich einfach nicht mehr mache. So Dinge, wissen Sie, zum Beispiel Brot. Ich mag Brot zu sehr. Und dann no ham, ich kann es nicht machen. No dairy, no dates. Es gibt einfach so Dinge, die ich nicht machen kann. Wie ist das zu verstehen, dass Sie einerseits ohne Limit leben können, aber andererseits umzingelt sind von lauter Restriktionen? Ja, also, ja gut. Es gibt ja so ein Statement. Ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? Ja, ich vermute schon. Und es gibt ja das Statement, wer das Schwert in der Scheide lässt, dem gehört die Welt. Ich könnte es ja ziehen. Ich könnte ja die ganze Zeug fressen. Also eine Frage der Selbstbeherrschung. Ja. Sie müssen das dann aber auch... Ja, genau. Richtig, klar. Wo haben Sie das gelernt mit der Selbstbeherrschung? Nur über Erfahrung oder gab es auch Vorbilder? Es ging interessanterweise mit dem ganzen Krams los, als Corona startete. Und dann habe ich mir ein Weiß-Interview von Wim Hof angeschaut. So, wie hält man sich denn eigentlich gesund? Da ging es los mit kalt duschen und dann ging es los. Da habe ich mir alles angeguckt, was Sie sich vorstellen können an Essen und was gesund ist. Und dann sagt der Typ Ihnen aber, von mir aus der Typ,
hier auch ein Kollege meines Bruders und Ehefrau. Mhm. Bulletproof Coffee, trinken Sie das hier, so einen halben Kilo Butter in den Kaffee und dann sind Sie in der Ketose, die ketogene Diät ist im Moment in und dann machen Sie ganz viel Olivenöl drauf. Mhm. Na okay, weißt du, dieser halbe Kilo Butter, da könnten Sie auch 18 hart gekochte Eier stattdessen essen. Okay, ein Tropfen Olivenöl, gut. Ja, weißt du, wie viel das ist? Und dann von mir aus ist das hier gesund und dann das hier gesund. Dann fressen sie das ganze Zeug und dann habe ich festgestellt, boah, das ist ja crazy, dieses ganze Spielzeugs. Also es ging los mit dem Bedürfnis, gesund zu sein, aufgrund von Corona. Da war ich auch in Los Angeles und ging es los mit dem Kaltduschen und dann allerlei mögliche Lebensmittelexperimente. Bis dahin, da war ich auch noch so Mittelverdiener, ganz Standardessen, Vollkornbrot, 3 Eier, magerer Thunfisch, fertig. Ja, aber dann hört man, essen Sie das und essen Sie das und essen Sie eine Avocado. Mhm. Wissen Sie, wie viel Fett eine Avocado hat? 32 Gramm Fett. Da können Sie, ein Ei hat 6 Gramm Fett, das sind, ich könnte stattdessen ungefähr 5 Eier essen, hartgekochte Eier oder eine Avocado. Mhm. Und das sind die Menschen sich teilweise nicht bewusst. Denn in der Bibel steht zwar, Entschuldigung, in der Bibel steht, denn sie wissen nicht, was sie tun, Herr. Mir ist aber auch aufgefallen, in der heutigen Zeit, wo du so von allen Ecken und Kanten, warum vegane Ernährung gesund ist, warum vegane Ernährung ungesund ist, warum proteinreiche Ernährung gesund ist, warum proteinarme Ernährung gesund ist. In der heutigen Zeit, wo sie zu allem Pro und Contra finden, das muss ich überlegen, was ich sagen wollte. Ich glaube, Sie sprechen da ein Thema an, was für viele Ihrer Generation sehr zentral ist. Die laufen das ohne, Thema der Orientierung. Die laufen ohne Kopf um die Menschen. Und das ist nicht verwunderlich. Genau, denn jetzt wollte ich Ihnen sagen, was ich sagen wollte. Denn Sie wissen eigentlich, was Sie tun, okay. Aber in der heutigen Zeit, denn die wissen nicht, was denen angetan wird. Hm. Wow. Was die Menschen teilweise reingedudelt bekommen in die Birne an Social Media und wie die getriggert werden, gehookt werden. Es gibt ja das Buch Hooked. Und wie die Menschen getriggert werden an diesen Geräten und so. Und wie man, es gibt ja Menschen, die bei Harvard gelernt haben, die Lebensmittelchemiker sind, die genau die Formel so bauen, dass sie süchtig nach einem Lebensmittel werden. Denn falls sie es nicht wussten, eine Schokolade hat von mir aus 580 Kalorien. Reiner Zucker, 100%iger Zucker, hat irgendwas mit 380 Kalorien. Also Schokolade hat 580, reiner Zucker hat 380. Man kann sich zu Tode fressen. Ja, aber Moment, jetzt passiert Folgendes. Ich empfehle Sie nicht, aber nur, dass Sie es mal ausprobieren. Essen Sie mal so ein Granola. Das hat nämlich genau diese Werte, die genau alle diese Lebensmittel haben ähnliche Werte. Mhm. Ungefähr irgendwas mit 30 Gramm Fett, ungefähr 50 Gramm Carbs, davon 20 Gramm Zucker. Darf ich kurz fragen, sind das auch Themen, die Sie in Ihren Social Media posten? Teilweise haue ich das raus, ja. Also weil Sie sind so auch Teil dieser Dynamik. Weil das teilweise gefährlich ist und ich den Leuten so helfen will, weil ich es selber erlebt habe und diese Bastard-Lebensmittelchemiker, die Menschen so zerstört haben, Und weiterhin zerstören. Was ist Ihre Mission dabei? Ich will Ihnen das schnell sagen. Mhm. Es gibt so bestimmte Formeln, von mir aus 30 Gramm Fett, 50 Gramm Kohlenhydrate. Davon sind 20 Gramm, weil Kohlenhydrat ist nicht Kohlenhydrat. Ess mal eine Kartoffel, die nur Kohlenhydrate ist, aber nur 0,7 Gramm Zucker. Das heißt eine gekochte Kartoffel. Es gibt so ein bestimmtes Verhältnis. Und dann noch 8 Gramm Eiweiß von mir aus. Und dann ist das für das Gehirn so, geil. So eine Menge von Fett gibt es in der Natur nicht. So eine Menge an Zucker gibt es in der Natur nicht. Es gibt ja keinen Zucker, der auf den Bäumen wächst. Mhm. Geil, weiter. So, und das heißt, der Mensch kriegt die Schnauze nicht voll. Aber dann habe ich tatsächlich einen Test gemacht. Einfach nur mal so nebenbei, ob es reinkommt ins Interview oder nicht. Reinen Zucker können Sie essen. Ein Löffel, boah, scheiße, ist das süß. Zweiter Löffel, boah. Mhm. Dritter Löffel, boah, jetzt kann ich aber nicht mehr, du. Aber essen Sie mal eins von diesen Dingen, die ich gesagt habe. Sie kriegen die Schnauze nicht voll.
Ich meine jetzt nicht Sie und nicht diskutierlich. Das ist ja auch wieder so ein Bild, die Schnauze voll kriegen, was mit... Man isst das, was mehr Kalorien hat, essen Sie mehr von als reiner Zucker. Dann habe ich auch gelernt, dass was verrückt ist, essen Sie mal reines Roggenbrot. So, boah, alter Schwede. Dann noch eins. Reines Roggenvollkornbrot. Noch eins. Noch eins. Okay, was machen wir jetzt? Komm, jetzt toaste ich das mal. Okay, geht noch eins rein. Aber jetzt kann ich auch nicht mehr. Jetzt habe ich 7 Roggenvollkornbrote gegessen. Weißt du was? Jetzt mache ich mal den Test, der dieser eine Typ erzählt hat. Ich mache jetzt dieses Roggenvollbrot noch eins rein. Und jetzt kippe ich da 500 Kalorien von Olivenöl drauf. Das Ding hat jetzt also nicht 80 Kalorien, sondern 580 Kalorien. Ich esse das Ding mit dem Olivenöl. Boah, ist das geil. Mehr. Noch ein, noch ein. Ich kann nicht warten. Komm, let's go. Olivenöl rauf. Geil. Ist das nicht verrückt? Mhm. Wenn Sie dich, verstehen Sie das? Ja. Also rein. Wie verstehen Sie es denn? Ich finde das so verrückt. Und das ist eben so das Gefährliche, dass Menschen sowas gesagt wird. Tun Sie Olivenöl über diesen Salat. Oder machen Sie das. Mhm. Und dann machen Sie aber selber den Test bitte. Mhm. Oder wenn Sie im Restaurant sind. Mensch. Also es geht um die Beeinflussbarkeit. Ja, dass diese armen Menschen so platt gemacht werden. Jetzt sind Sie ja auch eine Größe im Social-Media-Business und beeinflussen wahrscheinlich Millionen von jungen Menschen. Und ich sag den Leuten, dass meine Düfte 8 Euro in der Herstellung kosten und trotzdem mache ich Millionen Euro Umsatz. Und dann sagt mir ein anderer Typ, wäre gut, wenn du das nicht so kommunizieren würdest. Ich bin ein Mann des Volkes, Alter. Ich bin ein Typ wie Robin Hood. Das heißt für Sie was? Und deswegen sage ich denen, die Düfte kosten 7 Euro in der Herstellung. Eine Luxushandtasche, die für 8.000 verkauft wird, kostet auch von mir aus 20 Euro in der Herstellung. Aber hier sind wir wieder bei einer anderen Sache. Hm. Nur, ich vermute, es ist klüger, ein Mann des Volkes zu sein, als ein Mann der großen 100 zu sein. Ein Mann des Volkes, das ist eine Führungspersönlichkeit, so wie in der... im Alten Testament Moses auch ein Volk hatte. Sie hatten die Bibel erwähnt. Deswegen. Ja, gut, aber... Also welches Bild steht da im Hintergrund bei Ihnen? Nee, ich meine so einfach, dass die Leute mich groß gemacht haben und nicht L'Oreal und nicht Louis Vuitton Gruppe. Die zahlen mir auch Sie wissen also, wem Sie Ihren Erfolg verdanken. Oh ja, ich verdanke den meinen Zuschauern. Weil ich anders bekannt geworden bin. Ich bin nicht über... der professionelle RTL Sat.1 Pro7 Redakteur geworden. Ich bin bekannt geworden als Typ, der wir Social Media Menschen sind ja das Grundidee von Social Media war ja so, komm, wir machen das so eine Art so Kumpel zu Kumpel Statements, komm, ich sag dir mal, wie du deine Haare stylen sollst und da filme ich mich dabei. Nimm mal diesen Duft, der ist besser, der hält viel länger. Oder der riecht genauso wie der, aber kostet nur 20 Euro. Das hören die Leute nicht gern von dem 300-Euro-Duft, aber es ist besser, dass mein Kumpel das weiß. Mhm. Und das meine ich eben Mann vom Volk und so. Und 6 Milliarden Menschen sind stärker als die größten 100. Also da geht es um eine Form auch, eine Haltung der Ehrlichkeit auch, aber auch um die Art und Weise, wie sie gesehen werden wollen von diesem Volk, von den Menschen, die sie sehen. Im Internet. Genau. Ich glaube, da verdanke ich auch meine Kindheit, die... Wir sind nicht arm aufgewachsen, aber schon so, also eher so nicht so geil, so im Block und so. Und das war alles so Kinder und auf der Straße Fußball spielen und so. Also ich bin nicht so in New York City im Prinzenhaus aufgewachsen. Und deswegen, wer waren Sie als Kind? Also, wie war ich? Ja, wer waren Sie als Kind? Sie sagten gerade in dem Block. Naja, ich war immer ein ziemlich krasser Typ als Kind. Mhm. Ich war immer ein richtig geiler Typ. Also ich kann immer nur sagen, ich war immer ein geiler Typ. Wie hat sich das gezeigt? Ich war im Kindergarten der Führungstyp und dann in der Schule immer als Erster gewählt, bis ich dann in die 7. kam. Dann war der Patrick Nierke, der sitzen geblieben ist. Der war 2 Jahre älter, hatte schon ein Sixpack, ich hatte noch keins. Der wurde dann manchmal als Erster gewählt. Aber sonst war ich immer der Krasse. Und dann wurde mein Bruder, als ich 10 war, verprügelt. Und hat meine Mutter uns in den Kampfsport geschickt. Also von wem verprügelt? Nee, okay, sorry. Das Thema taucht jetzt wieder auf. Das war in der Pizzeria in Krakau. Mhm. Fliege ich auch in ein paar Tagen hin zu meiner Oma nach Krakau, habe ich eine Wohnung. Ja. Und zwar, mein Bruder, früher hat man sich ja Kassetten ausgeliehen. Mein Bruder hat die mit unserer Cousine geholt. Hier unten im Block war eine Pizzeria. Und daher hat er so eine Goldkette und ich glaube, die wollten die irgendwie abreißen. Mhm. Und dann, naja, hat er irgendwie eben was abbekommen.
Übrigens, liebe Grüße an meinen Bruder, falls er sieht, ich liebe dich, Bro. Und naja, dann hat uns meine Mutter, als ich 10 war, zum Kampfsport geschickt. Mhm. Wenn Sie fragen, wie meine Kindheit war. Ja. War ich gut 2 Jahre Kickboxen und dann war ich beim Kung-Fu. Parallel auch beim Theater-AG, Jugendtanztheater. Dann gab es schon YouTube, habe ich tanzen gelernt, wie Michael Jackson und so. Und dann war ich tatsächlich mit 16 Kampfsporttrainer. Die Lizenz liegt bei mir im Office, hat meine Mutter wiedergefunden. Mhm. Ich war mit 16 Kampfsporttrainer, dann war ich im Staatstheater Oldenburg. Also ich war immer krass am Start. Was verdanken Sie Ihrer Mutter an Ihrem Erfolg? Ach ja, also was soll ich dazu sagen? Also meine Mutter ist natürlich absolute Maschine. Das ist auch dieses osteuropäische Tough Love, taffe Liebe. Also meine Mutter ist auch knallhart und ihre Mutter ist auch übelst krasse Frau. Und knallhart, wie meinen Sie ja, das? Ja, wissen Sie, Disziplin, aber ach, meine Mutter, ach scheiße, da muss ich heulen, wenn ich das sage, aber sie hat mir das gesagt. Mhm. Nicht über sich selbst, aber irgendwie hat sie mir das gesagt. Ich gucke sie jetzt gar nicht an. Aber eine Mutter, irgendwie, es gibt so eine dumme Story, aber die zeigt so die Liebe, die eine Mutter für ihr Kind haben kann. Und zwar ist das irgendwie so, der Sohn, also ich kann es Ihnen gar nicht sagen, aber sie, ihr müsst das jetzt wirklich richtig darstellen, dass das auch verständlich wird. Aber die Liebe einer Mutter kann so krass sein, dass sie wie folgt sein kann. Wenn der Sohn die Mutter wehtun wollte mit einem Messer, dann würde diese Mutter sogar sagen, pass auf, dass du dich selber nicht schneidest, während du mich umbringst oder so. Weißt du, so krass ist die Liebe von manchen Eltern. Auch von ihr. Aber, guck mal, Mutter war Friseurin. Was hat sie verdient? Die hat ja, meine Mutter ist ja, das war ja damals so, die kam so aus Polen, die ist studierte Frau, Meteorologin. Deutschland? Nichts anerkannt. Sie fangen hier von null an. Fertig. Musste sie Friseurin machen, hat sie das probiert, hat sie geputzt. Ja, und jetzt muss sie nie wieder arbeiten. Die war in Shanghai, die war in Bahamas, die war Hawaii, die war in New York City, die ist in Berlin. Also wodurch hat sie das dann gemacht? Ja, sie sehen ja das, was sie ernten. Oder sie ernten das, was sie sehen. Die hat so geackert und das kriegt sie jetzt zurück. Oder was meinen Sie jetzt? Naja, also Sie sagten, sie sei als Friseurin tätig gewesen. Und ja. Wie kam es dann dazu, dass sie diese Reisen machen konnte? Also ja, jetzt erst. Ah, jetzt erst. Jetzt, und zwar durch... Ja, durch mich und durch meinen Sie, Bruder. Ja. Weil also, wir jetzt um sie kümmern. Ist das auch vielleicht so ein bisschen, dass der Erfolg, den sie haben, ja, auch, dass sie den ihrer Mutter auch schulden? Ja, und ich sage Ihnen auch, woran das auch noch einen extra Schuss gibt, auch ein bisschen dieses Geben und Nehmen sie gibt und nimmt dann auch das, was sie gegeben hat. Du kriegst das, was du gegeben hast. Meine Mutter, die hatte ja auch in ihrer zweiten Ehe gesagt, so komm, ich würde mal zu dir in die Gegend ziehen, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, weil wir reden jetzt über ihr Leben. Da habe ich gesagt, komm, Mutti, komm zu mir. Weil ich bin aus einer anderen Stadt, wie sie gewohnt hat. Und ich sagte, ich kümmere mich um dich. Also, um es Ihnen jetzt ganz einfach zu sagen, ich hatte 2 Jahre lang hobbymäßig meine YouTube-Sachen, hat schon sehr viel Geld verdient und so. Aber als meine Mutter dann sagte, weißt du was, ich würde gerne auch mehr bei dir sein, komm in meine Stadt, 300 Kilometer entfernt, ich kümmere mich um dich. Und das hat mir auch noch so einen extra Boost gegeben, dass ich sagte, okay, 2 Jahre lang hobbymäßig gemacht, jetzt werde ich der Parfüm-Typ. Und ich habe dann einfach so anders mich verhalten und gedacht. Und sie war dann also auch ein Mitanstoß, hat mir dann auch also ein Bild gemalt, wo drauf steht Sacrifice. Das war am 19. Juli, ich glaube 2016 oder so. Ist bis heute noch auf meinem Facebook, das halte ich dann so. Und mit dem Tag habe ich dann gesagt, ich werde alles Erdliche dafür geben, dass ich hier der Parfümtyp werde. Und sie hat das dann auch so besiegelt mit diesem Gemälde. Ja, und so ist das dann im Prinzip, dass ich ihr dann... Also wie eine zweite Geburt. Und zwar die der Kunstfigur Jeremy Fragrance. Tja, wenn Sie sich überlegen... Wenn Sie gerade Geschlechtsverkehr mit einem Menschen hatten, sind Sie dann ein anderer Mensch wie noch vor dem Geschlechtsverkehr?
Ich kann Ihnen sagen, für viele Menschen ja, weil die Energie ist ganz anders. Und wenn die Leute mich fragen, bist du jetzt so oder bist du jetzt so? Mir ist aufgefallen, dass ich über den Tag hinweg verschiedene natürliche Biorhythmen habe. Morgens nach dem arschkalten Duschen fühle ich mich, wow, let's go. Und dann habe ich noch meine Fahrradfahrt, die mich stimuliert. Ich fahre also nicht das Auto zur Arbeit, fühle ich mich so. Dann hatte ich eine Zeit lang als nächste Session meine Koffeinballert. Und dann habe ich aus Test habe ich mit meiner Freundin geschlafen, um diese sexuelle Stimmung, aber ich bin nicht gekommen und so. Und dann habe ich das, also boah, geil, wieder andere Energy. Und dann kurz vorm Frühstück so eine dankbare Energy. Und mir ist eben aufgefallen, dass die Zuschauer, ich habe mittlerweile über 1000 YouTube-Videos gemacht und wir leben in einer Welt der Momentaufnahmen, wo die Momente wichtig sind. Und ich habe einfach mal festgestellt, warum funktioniert dieses Video? Warum das? Ach so, hier habe ich noch nichts gegessen. Hier war ich im wahrsten Sinne noch hungriger. Und guck mal, hier habe ich... Unterzuckert, oder? Oder, nee, einfach so hungrig, so, boah, geil, gleich gibt's Essen und jetzt hau ich euch weg mit einem geilen YouTube-Video. Stellen Sie sich das mal vor. Hau ich euch weg? Ja, so sagen wir, jetzt geht's ab, Leute. So. Oder Sie versuchen sich's doch einfach mal. Sie essen einen Gyros mit Pommes und von mir aus noch Tzatziki und machen dann diese Session jetzt. Da werden Sie nicht so knaller sein, wie wenn Sie noch nichts gegessen haben. So, und über die Zeit hinweg habe ich eben festgestellt, wie ich gewisse natürliche Biorhythmen von mir verstärken kann, dass ich eben meinen Zuschauern diese Energy gebe. Weil ich bin ja ein Hochleistungssportler. Und einfach dieses, ja, Dior Sauvage riecht nach Bergamott, Zedernholz und Patchouli. Mhm. Ja, das taffen. Kann ja jeder. Mhm. Das ist ja nicht schwer. Mhm. Und es gibt ja den Spruch, don't hate the player, hate the game. Sie müssen das Spiel ja nicht spielen. Ich spiele dieses Spiel freiwillig, auch wenn ich nicht muss. Aber in der heutigen Welt, man spricht ja auch so von Frequenzen, Frequencies. Wie ist Ihre Frequenz gerade? Deswegen sagte ich auch, wenn ich stehe, bin ich viel krasser drauf, als wenn ich hier sitze. Frequenz und Fragrance. Frequency im Sinne von, die Leute brauchen den Typen, der so voll am Rumhampeln ist, als ob der gerade voll auf Energie geladen ist. Und wer sagt das, dass die den brauchen? Die brauchen es. Naja, ich sag mal so, die resonieren darauf. Mhm. Das ist so wie teilweise, man kann nicht weggucken. Oder sie gucken sich auch gerne die ganz böse, negative Richtung an. Aber alles, was in der Mitte ist, das sind die ja selber. Und das ist aber die Rolle, die sie dann einnehmen können. Und ja, und ja, klar kann ich die spielen, weil ich weiß, dass die zum Erfolg führt. Mhm. Da gibt es ja auch den Tony Robbins, den erfolgreichsten Coach der Welt. Tony Robbins. Zahlen die Leute 10.000 Euro für einen Tag. Und dann sagt er, verhalten Sie sich mal alle jetzt so, als wenn Ihr Tiergarten gestorben ist und reden Sie miteinander. So, jetzt verhalten Sie sich mal alle so, als hätten Sie gerade von mir aus Sex gehabt. So, ho, ho, hu, so, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber das Schlüsselding, was er jetzt sagt, und jetzt verhalten Sie sich mal so, wenn Sie jetzt Ihren Gegenüber nicht zu 100% von irgendetwas überzeugen, sterben Sie und Ihre ganze Familie in den nächsten 5 Minuten. Let's go! Und alle dann. Oh. Und dann sieht man, aha, auch Sie, Moritz, stellen dann fest, Scheiße, der Mensch weiß dann doch, was er zu tun hat. Wenn die Scheiße brennt, weiß ich doch. Füße, let's go! Wir müssen jetzt Gas geben. Haus brennt, so. Also was Sie da sagen, ist ja sehr leider. Interessant. Ich will es mal mit meinen Worten so auf den Punkt bringen, dass wenn der Tod anklopft oder droht, also das Ende, dann diszipliniert man sich erst richtig. Dann erst läuft man zur Hochform auf und gibt alles. Oder wenn man... Die Frage ist aber nur, und das ist etwas, was ich mich schon die ganze Zeit über eigentlich frage, während wir miteinander sprechen, ob Sie dieses Tempo auf Dauer denn auch so durchhalten können. Oder ja, das ist ja die Frage. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage halt auch, ob da etwas Wichtiges aus dem Blick gerät. Etwas, was Sie selbst noch darüber hinaus ausmacht und darüber hinaus gar nicht gelebt werden kann. Ja. Eine andere Seite an Ihnen, welche auch immer. Sokrates sagt, egal wie Sie sich entscheiden, Sie werden es eh bereuen. Wohne ich in New York City, wo ich wohnen kann, sage ich, scheiße, warum bin ich nicht am Ocean Drive in Miami Beach und springe jeden Morgen in das geile warme Wasser? Wenn ich nicht am Ocean Drive, sage ich, okay, warum bin ich nicht in New York City?
Da habe ich Fußmarschempfehlungen, die geilsten CEOs, Leonhard Lauder von Estee Lauder. Aha. Okay, aber ja. Zum einen, die Frage 1 war, kriege ich das Tempo hin? Haben wir, nice, ich kann ja jederzeit sagen, kein Bock, ich penne jetzt 20 Stunden. Mhm. Und dann esse ich einfach mal Nutella. Wobei, das wäre dann ein bisschen doof, weil das eigene Ideal. Das würden Sie tun? Nee, ja, habe ich auch schon gemacht. Aber das verstößt natürlich durchs eigene Ideal. Aber schlafen ist ja nicht schlimm. Nur zur Info, also Frage 1 war, können Sie die Pace halten? Wenn ich keinen Bock habe, dann halte ich die eben nicht und fertig. Mhm. Und die Frage 2 ist, geraten Sie teilweise Dinge aus dem Blick, wenn Sie so von mir aus Tunnel Vision sind? Gerät da etwas von Ihnen selbst verloren vielleicht? Eine andere Seite an Ihnen, die die ganze Zeit irgendwie nicht existieren darf? Das ist ja das Gute. Weil sie einen anderen Pace hat vielleicht. Das ist ja das Gute. Das ist mir nämlich aufgefallen bei Leuten, die immer nur eine Seite von sich zeigen. Die mögen das nicht, weil die immer nur diese Seite zeigen müssen. Glücklicherweise habe ich mich durch den Tag hinweg so getrimmt, dass ich immer alle meine Seiten zeige. So das Genette, das oh, wie auf Energy, dann dieses was auch immer. So, also das heißt, ich bin zufrieden damit und verpassen tue ich nichts, weil ich habe schon vieles erlebt. Aber was für mich relevant ist, ist ab in die USA, Familie gründen und weiterhin diese Jeremy Fragrance Sache machen. Sie haben von Ihrer Mutter als einer Maschine gesprochen. Inwieweit trifft das auch auf Sie zu? Das Bild der Maschine. Maschine nenne ich das umgangssprachlich, das sagt man heutzutage ja so. Damit meine ich komplimentär gesagt, dass man sehr diszipliniert ist. Und ja, einfach so, weil mir fällt jetzt kein anderer Begriff ein. Absolute Maschine, so nach dem Motto Arnold Schwarzenegger, absolute Maschine. Übrigens jeden Morgen um 7 Uhr im Ghost Gym in Venice Beach, aber macht ihr erst später mit den Fotos, wenn er fertig ist. Und ja, trifft auf mich genauso zu, klar. Das ist auch ein guter Test, weil ich jeden Tag grundsätzlich eine gewisse Anzahl an Liegestützen mache, das kalte Duschen mache. Und ich weiß, dass ich gewisse Dinge ohnehin machen werde. Und diese hindern mich daran, dann davon, den Abend davor nicht zu krass außer Balance zu gehen. Weil sie wissen, der Morgen kommt. Das kommt sowieso. Und du wirst sowieso kalt duschen. Sei lieber fit, weil du weißt, du machst das sowieso. Und ja, das meinen wir eben so mit Maschine und so. Ja. Wie denken Sie denn über Menschen nach, die das alles nicht haben, die faul sind, die ihr Leben jetzt so ein bisschen finde ich total verplempern in Ordnung. Oder so. Ich finde Menschen, die eine gute Seele haben und gute Menschen sind, ihr könnt den ganzen Tag pennen und nichts tun, ist von mir aus auch voll in Ordnung, wenn ihr gute Menschen seid. Also rund um diese ganzen Ideale, die Sie auch teilweise wirklich verwirklichen, was bedeutet es für Sie eigentlich, ein Mann zu sein? Ein Mann bedeutet für mich, für die Frau das Geld reinzuholen. Und von mir aus, ich habe jetzt irgendwie dieses Fels in der Brandungsstatement in der Birne. Und die Frau ist der lenkende Hals. Totale geile Symbiose, Adam und Eva aus der Rippe. Seid ihr zusammen, seid ihr eins. Finde ich total geil. Aber für mich ist es wichtig, dass ein Mann fürs Food Shelter sorgt, der Familie. Und das muss jetzt nicht sein im Sinne von, du musst ein Baumfäller sein mit Bart. Du kannst auch eine Werbeagentur sein und dir nie die Hände dreckig machen und bist trotzdem ein geiler männlicher Mann. Aber grundsätzlich finde ich die Idee, Mann zu sein, klug, wenn ein Mann für das Essen und der Unterkunft der Familie sorgt, Komma, und der Kopf der Familie ist, Punkt. Ja. Das sind so drei Dinge. Haben Sie da Vorbilder? Vielleicht auch. Ich habe überlegt, wie ich mit dem letzten Mädel war und so mochte ich das. Ich vermute, das weiß man einfach. Weil wer soll es denn sonst machen? Also, ich finde das einfach richtig. Weil es gibt ja nur das, dann müsste es ja die Frau machen. Und der Mann die Tochter gebären oder so. Also klar, es gibt auch Ausnahmen.
weißt du, man kann auch nicht der Sklave, wiederum hier, man kann auch nicht der Sklave der Idee sein, dass der Mann das Geld und den Unterkunft sorgen muss, wenn die Frau von mir aus der Vorstand von JP Morgan in New York City ist. Dann würde ich sagen, ja, von mir aus, dann mache ich das mit den Kindern. Aber ja, das finde ich grundsätzlich als Approach klug, wenn der Mann der Kopf der Familie ist und für Essen und Unterkunft der Familie sorgt. Es ist einfach so in mir drin, diese Grundidee. Wir haben vorhin auch von Tough Love gesprochen. Oh ja, Tough Love ist cool. Also inwieweit spielt da das Männliche, das Weibliche als Liebesbeziehung hinein? Ja, Tough Love, inwiefern weiblich und männlich das zusammenspielt? Naja, Tough Love, also dass es zwei Menschen braucht, um so etwas wie Liebe halt auch zu empfinden füreinander. Aber wieso Tough? Tough Love meinte ich die Erziehung von Eltern und Kindern. Deswegen war ich jetzt auch so ein bisschen... Das war, also taffe Erziehung, so, das ist, du musst zur Schule und mit dem Fahrrad gefahren und dann kein Alkohol trinken oder so. Aber auch sehr liebevoll. Das meine ich, dieses Statement Tough Love, eher auf Bezug Eltern-Kind-Liebe. Weil es gibt ja verschiedene Lieben. Das ist auch eine unserer wichtigsten Stimulantien, die wir besitzen. Es gibt ungefähr 10. Und Liebe, die Liebe zu Geschwistern ist anders wie mit den Eltern und wiederum anders wie zu den Ehepartnern. Ne, deshalb kann man nicht sagen, Tough Love ist von mir aus das so und dann so. Also schon, aber naja, Sie wissen, was ich meine. Jeremy Fragrance. Sind Sie Jeremy Fragrance? Yes. Ich bin Jeremy Fragrance. Ich bin auch Daniel Schredzinski. Geboren am 5.2.89 in Oldenburg. Ich bin auch Daniel Schütz, der mit 14 oder 15 eine Alkoholvergiftung hatte und dann bewusstlos wurde vor dem Krankenhaus, auf dem ich zur Geburt gekommen bin. Und wenn ich morgen eine adlige Frau heirate, heiße ich Daniel Stevens oder so, oder Daniel von Yorkshire. Und ich bin immer noch ich. Wie viel von diesem Ich haben Sie uns heute gezeigt? Naja, das ist eine Frage, die Sie erklären sollten, im Sinne von, man verschweigt ja immer ein bisschen was. Und das ist auch richtig, weil auch Jesus hat geschwiegen teilweise. Ich orientiere mich an den Lehren von Jesus. Und wir zeigen auch ja nicht, wie wir auf Klo gehen. Nicht mal bei Promi Big Brother, wo ich war. Aber grundsätzlich bin ich in meinen Videos extrem frei, weil ich da in einem sicheren Bereich bin. Nur eine Kamera und ich, kann ich rumspringen und alles sowas, ganz safe. Bei Interviews oder bei meinem Bankberater muss man natürlich teilweise überlegen, was man sagt und was man nicht sagt. Aber aufgrund dessen, weil ich so wenig Restriktionen habe, bin ich vermutlich mehr ich als die meisten Menschen, die auf dieser Welt rumrennen. Gerade jetzt. Weil ich brauche sie nicht, weiß nicht. Wenn ich morgen tot bin, ist das auch okay. Die Leute werden Parfümflaschen an mein Grab geben. Ich habe mit Gott alles richtig gemacht. Und ich bin voll am Start. Was ist Ihre Vision für die Zukunft? USA, Familie gründen. Und weiterhin Jeremy Fragrance machen. Ist ja eine tolle Sache, weil ich hätte ja auch Immobilienmakler werden können. Okay, cool. Hätte auch Schauspieler werden können. Okay, da gibt es ja Will Smith, Tom Cruise, bla bla. Aber guck mal, ich bin der weltweite krasse Typ. Ich bin der Karl Lagerfeld schon jetzt. Und nicht mit 70. Schon jetzt bin ich der Karl Lagerfeld der Parfümindustrie. Ich bin schon jetzt Arnold Schwarzenegger der Duftindustrie. Die Leute verkleiden sich als ich an Halloween. Also von daher, ich finde das einfach geil. Sie haben sich Ihre Nische gefunden. Ja, haben wir. Ich wundere mich auch, dass es nicht mehr Leute gibt, die... Weil die Duftbranche ist ja riesig.
50 Milliarden Dollar Umsatz machen, die Parfüms. Das ist ja mehr als Energy Drinks. Bentley, die Automarke Bentley, macht irgendwas mit 3,5 Milliarden Euro Umsatz. Haribo, 5 Milliarden, aber die Duftbranche 50 Milliarden. Und es gibt keine Influencer außer mir, die groß sind. Haben Sie eine Idee, warum da niemand drauf gekommen ist vorhin? Ja, es gab ja vor mir Leute, aber die haben das einfach nicht so emotional gemacht, sondern eher so rational. Und sogar rational denkende Menschen entscheiden emotional. B2B-Language ist okay, da kann man so 1 plus 1 ist 2 machen. Aber wenn Sie auch mit B2B-Leuten, die quatschen, die lieben auch emotionale Dinge. Und ich habe das immer emotional gemacht mit meinen Videos. Und ich verstehe, wo derzeit die Aufmerksamkeit ist und wie ich auf welchen Plattformen die meisten Klicks bekomme. Im Moment sind es diese vertikalen Videos auf allen Plattformen. Ganz Social Media, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Das ganze Social Media, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, alles ist im Moment auf vertikale Kurzvideos ausgelegt. Weil die merken, so wie bei TikTok, man sehe. Ja, es ging los über TikTok und die ganzen anderen sagten, scheiße, Snapchat. Das ist das, wo die Aufmerksamkeit sind. Die Leute dieser Zeit, die brauchen diese Kurzvideos und ich bediene eben im Moment diese Kurzvideos. Das ist so, wie wenn sie vor 400 Jahren Grundstücke in New York City gekauft hätten. Ich kaufe die ganze Zeit Grundstücke in New York City vor 400 Jahren, weil ich weiß, wie das funktioniert. Es ist so diese TikTokification und naja, ich denke eben auch nach. Klar, ich bin der Künstler und so, aber ich kann auch nachdenken. Also ich hatte in meinem Leben noch nicht ein Gespräch mit einem Therapeuten. Und das finde ich so stilvoll, wie sie angezogen sind. Da waren jetzt keinerlei Fragen drin, die ich besonders heftig fand oder mir auch schon andere Interviewleute gestellt haben. Also auch Kompliment an andere Interviewmenschen, die teilweise auch therapeutisch unterwegs sind. Vermutlich sind teilweise Moderatoren auch gut geschult im Sinne von, wie man Fragen stellt. Darf man nämlich auch nicht vergessen. Vor allem diese richtig krassen Leute von der Bild-Zeitung oder von RTL, die mich schon interviewt haben. Und ich möchte mich einfach nochmals bedanken, dass ich ihr mir hiermit nochmal mehr Reichweite gibt. An einem schönen Tag in Berlin und danke auch Ihnen, Moritz. Ja, also ich bin noch etwas im Gedanken halt bei unserem Gespräch, Jeremy. Und wie das immer so ist, ergeben sich dann so viele Dinge erst im Nachhinein, wenn man nochmal die Erlebnisse und Eindrücke Revue passieren lässt, noch mit etwas Abstand. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, ad hoc da etwas Gutes zu sagen. Ich habe sie erlebt als jemand, der sehr viel Kraft und Energie hat. Und jemand, der ziemlich genau weiß, wo er hin will und wie er dahin auch kommt. Ich habe mich allerdings auch gefragt, zu welchem Preis das geschieht. Und auch welche Anteile ihrer selbst dabei auf der Strecke bleiben unter Umständen oder wie es ihnen gelingt, die zu reintegrieren. Denn es ist auch sehr viel, Disziplin ist ja was Positives, man könnte aber auch sagen, sehr viel Zwang mit dabei. Also sie zwingen sich auch zu vielen Dingen. Und da hätte ich natürlich Lust gehabt, noch mehr hineinzuhören. Aber das lässt sich in einer Sitzung natürlich auch nicht einholen, sondern da braucht man etwas mehr Zeit dafür, um auch die Erinnerungen noch wachzurufen und über die Vergangenheit zu sprechen, was sie ja zum Teil auch gemacht haben. Aber das setzt sich dann immer über einen Prozess hin fort. Und jedenfalls war es sehr interessant, sich mit ihnen zu unterhalten oder in diesem Austausch auch von ihnen zu hören, von ihrer Tätigkeit und von den Menschen, mit denen sie zu tun haben und auch wie sie zu den Menschen stehen, zu dem Volk, wie sie es nannten, also zu den Menschen, die ihnen vertrauen. Auch. Und ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke ebenfalls. Sagen Sie, ist das eine Tom Ford Krawatte? Weil ich habe die gleiche. Das kann sein, ich weiß es nicht. Der Look ist der Hammer, weil auch diese breiten Revers und so. Ja.